Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Genau, wir sind hier gerade auf dem Planeten, wo alles begonnen hatte. Und wir sind wieder hier zurück. Und wir hoffen es mal, dass diesmal den Planeten ein bisschen erholt hatte. Weil, wer sich erinnern kann, wir haben hier natürlich gibt es hier Strahlungen, die uns nicht so gut tun. Und deswegen hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen besser ist, dass wir hier wenigstens die ganzen Quests abschließen können. Ihr seht, da oben sind ganz viele Sechsecke. Ja, jetzt muss ich erst mal überlegen, wie viel überhaupt ein Sechsecke hat. Okay, wir wollen jetzt einfach mal dahin gehen und schauen mal, was so los ist. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Ja, ist schon ein bisschen her vom letzten Folge. Aber ich wollte ja alles ein bisschen abwechslungsreich, ein bisschen gestalten, ne? Und deswegen gibt es auch nicht so häufig. Dafür gibt es auch ein bisschen Minecraft und sowas, ne? Also. So, Petra, alles klar. Was sagst du? Bewaffnet und gepanzert. Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass Sie den Kett-Angriff überlebt haben. Gut, dass Sie entkommen konnten. Wenigstens konnten Sie und die anderen entkommen. Ja, wenn auch nur knapp. Unsere Kleidung hat noch geschmort, als wir geflohen sind. Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Wieso haben sie... Ja, genau. Von irgendwelchen Elite-Typen gejagt zu werden, ist alles andere als lustig. Was wollten sie von ihnen? Woher soll ich das wissen? Bei meinem Rang tue ich nur, was man mir sagt. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Machen wir, keine Sorge. Genau. Das kriegen wir schon hin. Genau. Kümmern Sie sich erstmal um sich selbst. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe Ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Kett gewinnen. Ja. Mit Cora nach Eos reisen, um mit Hydra zu sprechen. Okay, das haben wir. Was haben wir hier? Hinweis zu Solarische Arsche finden. Hinweis zu... Okay, wir haben wieder viele Quests. Behälter. Oh. Oh, nice. Was haben wir da vorne? Terminal, das haben wir glaube ich schon mal gemacht. Ja, dasselbe. Raus hier. Und dann mal alles so ansprechen. Aber es hat sich hier super entwickelt. Muss ich schon sagen. Man hätte auch hier eine Militärbasis errichten können, aber ich habe mich zu der Forschung hingezogen gefühlt, weil Forschung ist immer gut. Ich habe mir die Forschungslabors in Prodromos angesehen. Sie sind echt schick. Ja, okay. Ist aber auch hier schick. Ja. Ist auch schick hier. So, hier rein. Und mit der... Ja. Ja, bin schon da. Ich habe gehört, wir verdanken Ihnen unseren Atmosphärenwandler, der nebenbei gesagt sämtliche Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ja, das geht wohl auf meine Kappe. Ich bin Ryder. Hanley Abrams, wissenschaftliche Leiterin auf Eos und Autorin von Abhandlungen, die mit Was ist nur mit diesem Wetter los? Beginnen. Aber eine neue Galaxie, eine neue Welt und ein echter Neuanfang. Ich muss Schritt halten. Was kann ich für Sie tun? Bradley. Was denken Sie über Lieutenant Bradley?
Er ist unglaublich entschlossen. Und er glaubt fest daran, dass wir es schaffen werden. Bradley würde diesen Außenposten zur Not auch alleine stemmen. Aber wir sorgen schon dafür, dass das nicht nötig sein wird. Das haben wir schon. Bedingungen auf Eos. Die Aktivierung dieses Gewölbes hat den Planeten verändert. Besteht irgendein Grund zur Sorge? Schwer zu sagen. Wir haben es mit einer uns vollkommen unbekannten, weltverändernden Technologie zu tun, aber ich hoffe nicht. Fakt ist, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Stürme zurückkehren könnten. Und ich weiß ja, an wen ich mich bei Fragen zur Relikttechnologie wenden kann. Okay. Und die Forschung? Was macht die so? Woran forschen Sie gerade? An den wissenschaftlichen Grundlagen. Boden, Wasser, Atmosphäre und natürlich an der Relikttechnologie. Wir müssen sie verstehen, um hier zu überleben. Aber Miss, Peebys Aufzeichnungen waren ausgesprochen hilfreich. Danke dafür. Gerne. Ja, gerne. Ja, gut. Dann auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Warum hat die denn immer noch so ein Zeichen? Da. Haben Sie dieses Beben gespürt? Wir registrieren in letzter Zeit größere seismische Aktivitäten. Aber ich weiß nicht, wodurch es verursacht wird. Da draußen geht irgendwas Merkwürdiges vor. Eos ist ein seltsamer Planet. Irgendwie schon, ne? Wie immer eigentlich. Sobald ich ein Geheimnis auf Eos lüfte, tauchen sofort drei neue auf. Das hier könnte sich vielleicht als Segen herausstellen. Eos hat riesige unterirdische Flüsse, die wir nicht anzapfen können. Aber wenn wir diese Beben umleiten, könnten sie den Boden aufbrechen und uns die Bewässerung ermöglichen. Unsere seismischen Überwachungshämmer wären dafür perfekt. Ich brauche nur jemanden, der sie aufstellt. Bitte. Ich kümmere mich schon darum. Ja. Ich mach's. Sagen Sie mir nur, wo ich hin muss. Ich habe die Bereiche markiert, wo das Zentrum der Beben zu liegen scheint. Lösen Sie die Hämmer dort aus. Aber seien Sie vorsichtig. Die Beben werden schlimmer. Ist noch was, bevor Sie gehen? Nö, eigentlich nicht. Ich muss. Das war schon. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Jo. Neue Mission. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas, was man hier noch abgeben kann oder so? Oh, da ist auch noch was. Und da ist auch noch was, okay. Erstmal alles annehmen. Hip. Ah, guck mal hier, Terminal. Eine Drohne. Okay. Alle Drohnen finden. Okay, dann haben wir noch hier irgendwo was. Moment, wir müssen in die Richtung gehen. Ach schön, mit dem Navigieren. Hier. Na, guck mal hier. Ich habe die Nachpunkte der verschwundenen Vorräte verzeichnet, Pathfinder. Alles klar. Wir rackern uns bestimmt nicht für die Lebensfähigkeit ab, um unsere Ressourcen dann einfach so abzuschreiben. Ja, genau. Gehen wir der Sache auf den Grund. So, wir gucken nochmal auf der Karte. Guck mal, wie hier freigelegt worden ist. Das ist echt krass. Wir können auf jeden Fall Krankenstadt durchsuchen. Guck mal hier, da können wir erstmal hier hin. So. Krankenstation. Dann arbeiten wir nach und nach die ganzen Quests ab. So, dann können wir hier mal abkürzen. So. Eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Der Sand kann von verschiedenen Orten stammen. Ich brauche mehr Daten, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Okay.
Haben wir hier noch was zum Upscreen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Gibt nichts mehr. Okay. Dann gucken wir mal auf der Karte, weil ich finde auf der Karte markieren und. Hier gibt es auch noch was. Da muss man letztendlich auch nochmal hin. Aber da gibt es auch noch ganz viel, was man hier noch. Echt krass, was hier für Quests sind, ne? Die haben wir auch nicht alle mitgenommen, ne? Bei den, wo wir da als erstes waren, haben wir auch nicht alles mitgenommen. Das macht uns jetzt mehr Arbeit, aber naja gut, ist halt so, ne? Haben wir schon? Okay. Yep. Gucken, ob wir da irgendwo oben irgendwo. Okay. Dann gehen wir hin. Aber es sieht schon mal sehr gesund aus, so vom. Hat sich total schön entwickelt. Also sonst haben wir hier keine Ahnung. Sieht total klasse aus. Finde ich schon echt beeindruckend. So, was haben wir hier? Verzeihung, haben Sie kurz Zeit? Was? Datenblatt. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier. Was? Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Nur ein Ort passt zu dem Sand an der medizinischen Ausrüstung. Ein Monolith. Gehen wir. Jennings? Alles klar. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Forschungsstation? Okay, das brauchen wir jetzt. Müssen wir hier eins unten drunter, oder? Mal gucken, was der will. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Forks, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. So, Andromeda. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Okay. Arbeit. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Aha, okay. So, über Eos. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen. Pflanzen, die wir anbauen können? Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, sie würden das schon klären. Ja. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, Eos wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Ja, denke ich auch. Dann, Kollegin. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern, glauben Sie mir. So, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. So, dann müssen wir gerade ein unten drunter gehen. Hat der noch irgendwas? Hat er nicht irgendwas? Ne, ja. So, dann gehen wir hier mal runter und
Schauen wir mal, was die Hauptstory noch ein bisschen zu bieten hat. Da rein. Und hier. Pathfinder? Ja. Darke Tyrion. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Ah, das war die, wo wir aufgeweckt haben. Ja, nice. Geldlage in Petrus System finden. Okay. Nice. So. Ja, dann haben wir jetzt erstmal hier alles an Quest angenommen. Und ihr seht schon hier, es ist wirklich viel zu tun. Ich würde ganz gerne erstmal dahin. Tempest, warum müssen wir Planetenoberfläche? Also, gibt einen Schritt der verfolgten Mission an, der nicht auf dem Planeten absolviert werden kann. Achso, okay. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier erstmal hier die ganzen Quests machen. Das ist so weit, wie es geht, ne? Dann würde ich erstmal sagen, wir gehen erst dahin. Da können wir dann wahrscheinlich eine Schnellreise machen. Da können wir dann auch eine Schnellreise. Erstmal die ganzen Punkte hier erstmal alles abarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge das alles schaffen werden. Aber wir begeben uns erstmal dahin. Würde ich mal sagen. Ups. Ich will den Punkt. Genau. Perfekt. Dann kann man immer an dem Punkt, wo immer ein Sternchen ist, können wir uns orientieren. Das ist nämlich sehr gut. So. Dann gehen wir mal zu unserem schönen Fahrzeug, wo wir lange Zeit nicht mehr benutzt haben. Wird echt wieder Zeit, ey. So. Einsteigen. Hoffentlich weiß ich noch, wie es geht. Nein. Wie kann man nochmal? Ja. Taste. Okay. So. Ah, okay. Wir sind irgendwie da hoch. Oh, hier sind ganz viele Geschütze. Irgendwie da hoch, ne? Oh, hier können wir wieder Bergbau machen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Keine Material entdeckt. Okay. Warte mal, müssen wir Offroad. Na, guck mal, hier kann man. Okay, das war jetzt ein bisschen ab. Okay. Dann können wir hier parken. Und ihr merkt schon, hier können wir uns jetzt frei bewegen, was ziemlich geil ist. Und kriegen keinen Schaden. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Okay, hier zum Beispiel. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich hab zu arbeiten. Verdammt! Wir müssen sie finden, bevor sie ihre Blödheit noch umbringt. So, was ist da eigentlich?
auch noch irgendwas. Weiß ich gar nicht. Was hat das zu bedeuten hier? Ob hier noch irgendwelche Ressourcen gibt oder was? Schauen wir mal gerade. Ich bin schon mal. Über uns? Wo? Oh. Kommt raus. Ist doch nix. Hier müssen wir irgendwie runter. Müssen wir noch mal weiter runter? Ne, wir gehen ja erstmal zum Fahrzeug. Das Fahrzeug. Die Crew retten. Was? Ich glaube, das schaffen wir doch gar nicht. Oh, 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 oh. Warte mal. Wo müssen wir denn hin? Aufgaben, Thronbereich. So retten müssen wir doch. Was denn? Ohne? Das zeigt sich doch. Lebensfähigkeit. Ach, dahin müssen wir. Okay, dann tun wir einfach hier hin. Dann machen wir das, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja. Auf jeden Fall. An unseren verschwundenen Vorratskisten zu schaffen machen. Wir haben ja noch, okay. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich habe schon mehr als genug Einöden gesehen. Wo sind die Feierlichkeiten, weil wir es geschafft haben, hier zu leben? Es gibt doch hier viel zu entdecken, das ist echt cool. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, nein! Helfen Sie uns, bitte! Da haben wir auch neue Fähigkeiten. Haben wir ja auch in der letzten Folge ja auch gemacht. Der eine unserer letzten Folgen. So, wir haben das noch rechtzeitig geschafft. Wow. Haben wir noch hier irgendwo was? Und jetzt haben wir die Crew gerettet. Oder? Oh, da ist nichts mehr, ne? Mit dem Überleben reden. Okay. Was sind denn die? Hallo? Wir rennen hier irgendwo rum. Ah, da ist er doch! Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ja, toll, da ist niemand. Wir reden mit niemandem. Okay, wer hat gequatscht? Kasparik? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Sie setzen Leben aufs Spiel. Ja. Wie viele Leute müssen verletzt werden, bevor sie mit diesem Unsinn aufhören? Der Pathfinder hat recht, Jennings. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Genau. So. Was hat eigentlich damit auf sich? Irgendwas an Zeichenmäßiges oder so?
Fühl mich gerade wie König der Löwen hier. Ah, wenn ja. Oh Mann. Ich bin wieder rum, weißt du? Da unten eigentlich? Was für ein Teil? Helder. Ja, nice. So, dann würde ich sagen, haben wir die auf jeden Fall geschafft, ne? Haben wir auf jeden Fall gerettet. So, was haben wir denn hier noch? Da gehen wir jetzt nicht zurück. Wir gehen jetzt einfach hier hin. Genau. Gehen da wieder hin und gucken mal, was wir da noch ein bisschen was zu machen haben. Irgendwas ist ja da. Sorge, Peavy. Wir werden die Asari-Arche nach Hause bringen. Wer macht sich denn Sorgen? Die Lucinda ist entweder okay oder nicht. Es war keine große Sache, hier aufzuräumen. Aber das bringt uns unsere Vorräte auch nicht zurück. Bist du dir sicher, Sam? Ja, Pathfinder. Die Kisten wurden entsprechend der Standardprotokolle geöffnet. Es ist unwahrscheinlich, cool, dass die hiesige Fauna dazu in der Lage wäre. Ich bin noch gar nicht aufgefallen. Sam. Sie waren das ganz bestimmt nicht. Um das mit Sicherheit sagen zu können, sind weitere Daten erforderlich, Pathfinder. Manchmal bist du eine echte Maschine, Sam. Seht ihr das am Boden? Ist ja geil. Echt geil. Aber na gut, ich würde sagen, wir haben ja. Wir machen dann in der nächsten Folge dann weiter. Ich denke, das war's dann für heute. Das ist irgendein Strahl. Okay. Hört sich mit dem Strahl auf sich? Nix. Alles klar. Jetzt geht der Strahl weg. Okay. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.